Servus aus Österreich zusammen. So, nachdem wir in Tag 1 bis 4 nun durchgesaust sind durch die Basics des Crashkurses, wo wir alles durchgegangen sind, was du wirklich kurz und knackig für deinen Einstieg brauchst, ging es dann in Tag 5 und 6 darum, wie du dir mit Hilfe eines Screeners die besten Kauf- und Verkaufskandidaten erstellst am Wochenende für die kommenden 5 Tage. Und jetzt an Tag 7 sind wir beim großen Finale, beim praktischen Abschluss des ganzen Crashkurses. Jetzt geht es darum, hier werde ich ein, zwei, drei Handelstage dieser Woche zusammenfassen, um dir zu zeigen, wie Live-Signale geordert werden für den nächsten Handelstag und wie laufende Positionen zu handhaben sind, was es da zu beachten, zu tun gibt. Starten wir rein. Die Watchliste vom Wochenende, die haben wir in Tag 6 gemeinsam erstellt. Ich habe sie noch um zwei Kandidaten ergänzt, um CME und EXPI. Die habe ich noch in einem anderen Screener dann gefunden und nachdem es erst 7 waren, war die 2 noch hinzugefügt. Es war eine sehr bullische Handelswoche, die Vorwoche, daher sehr wenige Aktien, die günstiger geworden sind, was ja Voraussetzung ist, um auf der Watchliste als potenzieller Kaufkandidat landen zu können. Und Short-Kandidaten gab es genug. Politische Handelswoche ist viele Aktien im Abwärtstrend, die dann wieder günstiger geworden sind. Also da können wir aus dem Vollen schöpfen. Und das sehen wir uns doch gleich mal an, anhand unserer Watchlist, wo sich hier was tut für heute. Wir fangen an mit der Long-Watchliste, unseren neuen Long-Kandidaten. Wir suchen jetzt eine grüne Tageskerze. Ja? Wir haben heute den 6. Mittwoch, den 6. September vor 15:30 Uhr. Paar Minuten noch. Das heißt, wir sehen hier den Tageschart zum Stand des 5. September und brauchen jetzt eine grüne Tageskerze, um reinzukommen. Und hier bei Royal Caribbean Cruises haben wir eine solche grüne Tageskerze, die zwar wunderschön auf einer Unterstützung auch aufsitzt, was hilft. Der lange untere Schatten hier ist natürlich insofern störrisch, als der Stopp dann so weit weg ist, dass es schwer wird, ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Wir nehmen hier dieses Long-Position-Zeichen-Tool von TradingView zur Hand. Würden die Kauforder werden wir knapp über das Tageshoch legen. Wenn ich den Stopp hier unter dem Tagestief belasse, hier wirklich raufgehe bis zum Zwischenhoch, okay, dann kriegen wir zwar ein Chance-Risiko-Verhältnis, ein CRV von 2,6. Aber das ist in 5 Tagen nicht wirklich realistisch zu erreichen. Ich sehe hier noch eine wichtige Zone unter 106, Gap-Oberkante und ein früheres Hoch hier. Wenn wir also ein bescheideneres Ziel, ein realistischeres in 5 Tagen ansetzen, sind wir bei 1,2, ein CFV von 1,2, das reicht dann nicht mehr. Aber jetzt gehe ich mal in den 30-Minuten-Chart und schaue mal an, ob das nur ein, ja, das war ein Eröffnungs- Zacken nach unten hier bei Royal Caribbean. Und wenn ich hier ein bisschen rauszoome, sehe ich, dass eigentlich die wahre Liquiditätszone, nennt man das, eigentlich hier liegt. Ja, mit 1, 2, 3, 4, 5, mehr als 5 Berührungen, beziehungsweise da wurde durchhandelt. Deshalb könnte man es hier ausnahmsweise hergehen und den Stopp ungefähr hier hinlegen. Und dann hätten wir auch wieder ein CRV von angenehmen 2,3, das realistischer ist. Und dann gucken wir doch gleich weiter, ob wir nicht ohnehin einen Haufen Long-Kandidaten finden. Nein, rote Tageskerzen. JP Morgan, gestern haarscharf nicht ausgelöst. Er hat sich wieder gelohnt, die Order ein paar Cent über das Tageshoch zu legen. Die Kauforder lag bei 148,2. Das Tageshoch von Freitag bei 148,08, also 12 Cent darüber, wurde haarscharf nicht ausgelöst, auch wenn das offizielle Tageshoch hier 148,21 sagt. Ja, da haben wir wieder so eine Anomalie. Gehe ich in den Intraday-Chart, dann sehe ich als Hoch 148,19. Das ist immer ein bisschen nicht so exakt hier, ob man den Tageschart oder den Intraday-Chart betrachtet. Da werde ich auch noch die ein oder andere Besonderheit in anderen Videos aufzeigen. Der Long wurde haarscharf nicht ausgeführt und der in CME Group ebenfalls haarscharf nicht. Hier lag die Kauforder auf 203,6, das Hoch war bei 203,44
Und das Tageshoch dann zu einer 3,54, also um 6 Cent, um wenige Cent nicht ausgelöst, wäre auch gleich ausgestockt worden, ebenso wie JPM sofort ein paar Stunden später ausgestockt worden wäre. Das ist die Schönheit von Stop-Entry-Orders. So, und EXPI hat auch eine schöne grüne Kerze, auch in einer Unterstützungszone. Die nehmen wir mit Handkuss. So haben wir auch keinerlei Probleme, hier ein großartiges CRV zu erreichen von fast 5. Wird in 5 Tagen jetzt nicht unbedingt realistisch sein, aber sag niemals nie. Ein 30-Minuten-Chart. Ja, auch nicht wirklich ein riesen Hindernis zu sehen bis dahin. Das sind die zwei Long-Kandidaten, EXPI und RCL. Auf der Short-Seite. Forward Air Corporation sind wir schon short. LSI, wir suchen hier nach roten Tageskerzen in der Erholung. Sealed Air Corporation, hier hätten wir schon am Donnerstag ein Short-Signal gehabt. Das wurde auch nicht ausgelöst. Die Order wird dann storniert, weil es keine neue rote Kerze war am Freitag. Hätte jetzt natürlich im Nachhinein die gern drin gelassen, die Stop-Sell-Order hier. Aber sind die hier kein Wünsch dir was? Und wenn ich jetzt aber meinen Stopp über das Hoch lege und das Kursziel über das Zwischentief, dann kriege ich nur ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,27. Na, also zu wenig. Mindestvoraussetzung ist ein CFA von 1,5. Habe ja auch keinen sinnvollen charttechnischen Stopp, der näher wäre, auch nicht im 30-Minuten-Chart. Das heißt, hier kriege ich kein anständiges CFV, dass sich das lohnen würde bei GIP, Graphic Package Holding. Das gleiche auch hier, gleiches Spiel, Schwarzsignal eigentlich am Donnerstag, nicht ausgelöst. Hier könnte sich's aber knapp ausgehen. Oh ja, locker. Achso, warte, falsch gelegt hier, die Stop-Sell-Order. Nö, kriege ich auch nur ein CFV von etwas über 1,1. Lohnt sich auch nicht das Risiko. Roblox gestern ausgelöst bei Entry um 15:30. Das ist auch so eine Besonderheit, die wir im Nachgang noch eingehen werden. So eine Nuance, so eine Verfeinerung des Crashkurses. Der Einstieg um 15:30 wurde die Short-Order ausgelöst und steht aktuell nicht mehr weit vom Stop-Loss weg nach dem ersten Tag. Beim Einstieg nach 15:30, wie ich das mit dem MetaTrader 5 handhabe, wäre die Order nicht ausgeführt worden. Ich wechsle hier mal kurz in einen 15-Minuten-Chart, um das zu zeigen. Das ist die lange Kerze hier. Ja. Roblox öffnete tief. Stop-Sell-Order lag hier. Durch die ersten Ticks wurde die Stop-Sell getriggert. Nach den ersten 15 Minuten erst wird die Order hier gültig. Ich zeige auch gleich dann, wie wir das bei einem Live-Order machen. Und damit blieb dieser aktuell nicht gute Einstieg erstmal verhindert. Ich werde beides parallel tracken. Einstieg um 15:30, Einstieg um 15:45, damit du am Ende von einigen Trades, haben 10:20, nach den ersten 10:20, 30 Trades schön die Tendenz auch erkennst und warum das Sinn macht. Damit hätten wir Royal Caribbean und EXPI als zwei Long-Kandidaten. Jetzt am Beispiel RCL, es ist gleich 15:30, ich muss mich sputen. Machen wir das Ganze direkt. Und hätte ich es fast verpasst. So, das Tageshoch ist bei 99,2. Machen wir Einstieg bei 99,3. Jetzt muss ich mich wirklich sputen. 96,8 machen wir dann Stop-Loss. Der liegt schon richtig. Und das Kursziel war hier. Wo waren wir hier im 30-Minuten-Chart? Wegen diesem, ja, bei, machen wir bei 103,9. Bescheidener noch. So, und ich habe mir jetzt extra ein neues 50.000 Dollar Demokonto von Freestocks angelegt. So sieht das beim ersten Login bei mir aus. Ich öffne jetzt hier unten das Order-Entry-Fenster, suche das Symbol RCL. So, und wir wollen eine Buy-Order, aber eine Stop.
bei, oder heißt hier Stock Market, bei und legen die Kauforder auf 99,3. So, und werden jetzt sofort hier eine Exit OCO anhängen. Das heißt, Exit One Cancels Other. Ja, die Börse hat jetzt gerade eröffnet. Oh, hat die Stop-Buy ohnehin noch nicht erreicht. Das heißt, ich kann jetzt in Ruhe noch eingeben. Bei 96,8 wird der Stop zu liegen kommen. Und bei 103,9 machen wir das Kursziel, ein konservatives. Und ändere hier die Duration. Also wie lange soll die Order gelten? Für die Einstiegsorder bleiben wir bei Tagesgültigkeit. Für die Ausstiegsorders bleiben wir bei GTC. Wechseln wir auf GTC. Das heißt, Good Till cancelled. Ja, das heißt, die Orders bleiben, sollte die Order aktiviert werden, die bleiben im Markt. Stopp, Kurs und Zielkurs. Jetzt noch die Stückzahl. Wir haben jetzt Zeit. Ich habe hier ein 50.000 Dollar Konto eröffnet. Hier in TradingView gibt es auch das nette Feature mit dieser Long-Position, wenn ihr reinklickt, seine Kontogröße angibt und wie viel Risiko ihr gehen wollt. Standardmäßig sind es bei mir 1%. Wenn ich was Neues ausprobiere, werden es 0,5, weil wir bleiben da einfach halber bei 1%. Das heißt 500 Dollar Risiko pro Trade und sehen dann hier eigentlich sofort die erlaubte Stückzahl, was hier genau 200 Stück sind. Schöne runde Summe. Und dann heißt es nur noch abschicken. Und dann ist die Order platziert. Und ihr findet die dann im Trading Journal, beziehungsweise hier im Reiter Account unter Orders, ja, Waiting Stop. Also die wartet jetzt darauf, ausgelöst zu werden, notiert aktuell im Niemandsland zwischen gestrigen Tageshoch und unserem Stoppkurs. Jetzt habe ich hier ein bisschen die Zeit übersehen gehabt, das vor 15:30 abzuschließen, macht aber nichts. Jetzt wechseln wir zu unserem zweiten im Crashkurs verwendeten Broker. Ich erinnere euch an Tag 1, die Werkzeuge. Das ist jetzt kein reiner echter Aktienbroker, sondern der bietet börsenechte Aktien-CFDs an. Das heißt, hier kannst du auch mit kleinem Konto ganz gut hebeln, indem du mehrere Positionen mit dem vorhandenen Kapital handeln kannst, als wenn du 1 zu 1 Aktien damit handelst. Freestocks bietet auch einen Hebel an, 1 zu 4. MetaTrader ist aber sicherlich weit verbreitet. Der hat aber jetzt einen großen Nachteil. Ja, wenn ich jetzt hier im MetaTrader eine Order aufgebe vor 15:30, dann kriege ich die Meldung Markt geschlossen und sie wird auch nicht als Pending Order reingelegt. Ich muss mich hier eines Skripts behelfen, eines sogenannten Expert Advisors oder EA, den ich hier habe schreiben lassen. Und ich öffne jetzt den Volcker-Rebound-Chart. Symbol Rechtsklick drauf, neues Chartfenster. Der Chart öffnet standardmäßig im Stundencharts, völlig egal, ist sich wirklich mal auf Tage, aber das ist jetzt für das Skript Wurscht auf gut Österreichisch. Und jetzt muss ich hier diesen EA nehmen und reinziehen und kann hier sofort meine Parameter einstellen. Buy Stop passt in dem Fall. Ja. Ich will keinen Sell Stop und auch keine Limit Order. Ich will einen Buy Stop. Anzahl wäre 200. Und der Orderpreis, ich glaube, Einstiegskurs war 98,2. Nein, 99,3. Kursziel 103,9. Und Stopp 96,8. Dieses Skript, liebe Leute, kriegt ihr, wenn ihr bei mir im Newsletter drin seid, zugeschickt mit Anleitung. So, kurze Kontrolle. Bei Stopp 99,3, Stopp ist darunter, Kursziel ist darüber. Und hier noch wechseln auf Angabe des Stopp- und Kursziels als absoluter Preis. Nicht abhängig vom tatsächlichen Einstieg. Jetzt haben wir hier noch eine schöne Sache, ein Gap-Schutz, ja, oder ein Slippage-Schutz. Wenn ich hier nämlich mein Minimum-Chance-Risiko-Verhältnis von 1,5 eingebe, was wir sowieso wünschen bei unseren Signalen oder voraussetzen, dann wird die Order nicht eingegangen, wenn zum Beispiel jetzt die Aktie sehr hoch eröffnet, vielleicht sogar knapp unter oder sogar über dem Kursziel eröffnet.
Dann würde gleich das Kursziel fällig und ich habe außer Spesen eigentlich gar nichts. Dann wird die Order gar nicht zugelassen. Wenn zwischen Einstieg und meinem Ausstiegsparameter nicht mindestens ein CRV von 1,5 liegt. Und jetzt habe ich hier eine schöne Sache und zwar, ab wann soll der MetaTrader die Orders denn gelten lassen? Es könnte 15:30 sein, war es auch bei mir auch lange Zeit, ist mittlerweile aber eher 15:40, 15:45, 15:50. Egal, es ist nicht so genau, es kommt nur darauf an, nicht unbedingt in den ersten Sekunden des Tages zu ordern, weil hier das Spread und damit auch die Slippage und die Gefahr einer schlechten Ausführung am größten ist. Das heißt, es ist hier einfach ein bequemer Hack, ein sehr effektiver Hack, nicht gleich um 15:30 zu ordern. Das mache ich in Freestocks auch. Allerdings gibt es hier noch keine Option, einen Start der Orderzeit zu wünschen, festzulegen. Da warte ich noch auf die neue App. Und der Service ist immer sehr erpicht darauf, Feature-Wünsche umzusetzen. So mache ich das halt einfach manuell. Wenn ich davor sitze, dann warte ich noch ein paar Minuten und würde die Uhr zum Beispiel jetzt reinlegen. Aber wir wollen es ja möglichst aus Sicht eines bequemen Feierabendtraders sehen, den ganzen Crashkurs. Und von daher kann ich das mit diesem Skript bedenkenlos, problemlos machen. Expiration Hour of Pending Order heißt, wenn die Order nicht ausgeführt wurde bis 21:50, dann löscht sie sich automatisch. Das werden wir dann auch nochmal um 21:50 live beobachten und hier rekorden für dieses Video. Das war's. Buy Stop, Stückzahl, Exit-Parameter sind drin, Minimum CFV, Gap-Schutz. Ab 15:45 soll die Order gelten, ist jetzt 15:36. Ich halte das Video kurz an und dann schauen wir uns an, wie das reingelegt wurde in den Markt. Könnt ihr übrigens mit Rechtsklick dann in irgendeinen Chat und Öffnen von Experten diese Skripte natürlich auch noch bearbeiten oder entfernen. Wichtig ist hier, dass der Algohandel hier auf scharf gestellt wurde im Konto. Und ihr seht jetzt hier, das Skript läuft, aber noch keine Order im Markt, weil noch nicht 15:45. Jetzt hat es gebimmelt, wir haben 15:45 und soeben wurde die Order in Royal Caribbean reingelegt im MetaTrader 5 ab 15:45. Weit weg von Auslösen hier. Die wird sich um 21:50 automatisch stornieren, sollte sie nicht ausgelöst sein. Was wir dann noch machen müssten nach 22 Uhr oder vor 15:30 am nächsten Tag, ist, die Experten zu löschen dieses Tages, weil sonst gelten die mit den gleichen Parametern am selben Tag, am nächsten Tag wieder. Also Royal Caribbean nicht ausgelöst, gelöst, EXPI auch noch nicht ausgelöst. Was habe ich heute dann noch zu tun? Ich habe den fünften Tag Laufzeit bei Wayfair, beim Wayfair Long. Der läuft heute den fünften Tag. Da greift dann der Zeitstopp. Hat sich gestern sehr gut behauptet gegenüber dem schwachen Gesamtmarkt. Den werde ich dann kurz vor 22 Uhr manuell schließen. Mein Kursziel, das jetzt hier nicht eingezeichnet war, hier oben und Stop-Loss hier unten, wird heute wohl nicht mehr drin sein. So viel dazu von mir. Weiter geht's dann mit den anderen Zusammenschnitten. Wir springen 2 Tage nach vorne. Jetzt ist Freitag, der 8. September. Eine Stunde vor 15:30 vor dem letzten Handelstag der Woche. Und wir blicken kurz auf dieses Kaufsignal von Royal Caribbean am 5. Das wurde am 6. knapp nicht ausgelöst. Gab ein neues Signal mit etwas niedrigeres Stop-Entry-Order, wurde auch am Donnerstag gestern nicht ausgelöst. Damit ein Fehlsignal erspart. JPM war es genauso. Kaufsignal am Freitag, dem 1. wurde am Dienstag nicht ausgelöst. Haarscharf. Und am Mittwoch gab es ein neuliches Kaufsignal, das wurde gestern auch nicht ausgelöst. Das ist die Schönheit der Stop-Entry-Orders, dass man einfach viele Fehlsignale verpasst, weil man erst ausgeführt wird, wenn es schon mal zumindest eine kurze Zeit in die gewünschte Richtung geht. Was ich jetzt noch zeigen möchte, ist, wie sich dieses Minimum-Chance-Risiko-Verhältnis von 1,5 beziehungsweise dieser Gap-Schutz mit dem Skript für den MetaTrader 5 hier ausgewirkt hätte, beziehungsweise hat. Wir haben hier bei Maxian Solar ein Schwarzsignal vom Mittwoch umgesetzt.
Das hatte so schon nur ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,68, weil einfach das Kursziel dieser natürlichen Unterstützung hier sehr nahe war. Hat gereicht für unser Minimum von 1,5. Jetzt siehst du hier aber ein Gap nach unten. Das heißt, die Aktie hat wesentlich tiefer eröffnet als am Vortag, also das Vortagestief. Und damit sind wir um 15:30 schlechter ausgeführt worden. Konkret zu statt zu geplant 15,28 zu 14,86. Ich gehe mal in den 15-Minuten-Chart rein. Jetzt behandeln wir zwei Thematiken. Einmal diesen Gap-Schutz. Ja, wenn ich den nutze mit dem MetaTrader 5-Skript, dann wäre die Short hier gar nicht ausgeführt worden. Denn der Einstieg von 14,86 hätte mir ein CRV von nur noch, kurz hin und her switchen in Zeitfenstern, dann wäre das Chance-Risiko-Verhältnis nur noch 0,95 gewesen, mit, wenn man Stopp und Kursziel da belässt, wo sie ursprünglich waren. Das machen wir zur Vereinfachung unseres Crashkurs-Setups. Dann hätte hier das Skript die Order einfach nicht abgeschickt. So, Punkt 1 durch diesen, was dieses Minimum-CRV angeht. Und jetzt schauen wir uns noch an, was diese Einstiegs Zeit angeht, ja, wir sind jetzt um 15:30 in Freestock zu 14,86 ausgeführt worden im Short. Das liegt hier, ja, und das ist die erste 15-Minuten-Kerze. Wenn ich mit der Order warte bis 15:45, dann wären wir zur ersten Kurs um der nächsten 15-Minuten-Kerze um 14,96, 14,95 reingekommen. Wesentlich schöner, aber jetzt auch noch kein Chance-Risiko-Verhältnis von annähernd 1,5, jetzt sind wir bei 1,08. Da, wenn man jetzt manuell wartet, die ersten Minuten, zum Beispiel bei Freestocks mit der Order, dann muss man sich dann halt entscheiden, ob man es trotzdem macht. In unserem Regelfall würden wir es dann weglassen. Für die Auswertung werde ich alles auswerten. Also einmal stur Entry, stur Order um 15:30 mit und ohne Gap-Schutz und 15:45 das gleiche. Es wird dann ein spannender nächster Teil. Also wir sind jetzt mit den ersten 7 Tagen unseres 7-Tage-Crashkurs durch. Und ja, wenn du Einsteiger in das Thema Trading bist oder Probleme hattest, bis eine erste solide Strategie zu finden, dann bist du jetzt hoffentlich ein riesiges Stück weiter. Ja, ich wünschte, ich hätte damals irgend so was Ähnliches gehabt. Jo, und wir sehen uns wieder mit einer Auswertung der ersten Trades, der ersten 2, 3 Wochen. Und wir machen auch noch eine Fragerunde, eine abschließende, womit du mir jetzt eine große Freude machen könntest, wäre, wenn du dem Video ein Like da lässt und oder ein Kommentar, auch gerne mit Fragen, mit Unklarheiten, damit ich weiß, wo ich noch nachliefern muss, mehr Content liefern muss, entweder hier per Video oder wie üblich, wie gewohnt im wöchentlichen Smarten Trading Newsletter. Das war's von mir zu dieser Crashkursreihe. Wir sehen uns sicher wieder, hoffentlich in der Fragerunde, wenn du willst. Von mir jetzt erstmal ein Servus aus Österreich.